So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch Tag 4. Der zweite Tag mit dem großen Impact, was bedeutet, ich habe diese zwei großen Herausforderungen. Das eine ist, der Kindergarten meiner bald vierjährigen Tochter ist geschlossen. Das bedeutet, mein Homeoffice hat eine etwas andere Funktion bekommen. Das führt auch dazu, dass ich jetzt entschieden habe, diese Videos etwas später am Tag zu drehen, weil dann meine Frau wieder da ist von ihrer Arbeit. Und mir dann in dem Fall die Tochter abnehmen kann, wenn ich später E-Mails schreibe, Konzepte schreibe, da ist das kein Problem. Aber so würde das dazu führen, dass man sie überall da rumtoben sieht. Das wird garantiert sehr niedlich sein. Sie ist großartig. Wir haben aber beschlossen, dass es von ihr weder Bild noch Videomaterial noch sonst etwas im Netz geben soll. Einfach weil wir glauben, das kann sie irgendwann später entscheiden, wenn sie alt genug ist. Aber ich finde es ganz schlimm, wenn Leute einfach Bilder, Videos und sonst was von ihren Kindern ins Netz stellen. Da gibt es auch sowas wie eine Privatsphäre oder sollte es zumindest geben. Darum geht es nicht in diesem Video. Der andere Impact ist natürlich der, dass durch diese Corona-Krise auch bei mir jetzt endgültig alle Workshops abgesagt sind für mehrere Wochen. Das hat natürlich erstmal einen wirtschaftlichen Impact. Es hat auch einen strukturellen Impact, weil natürlich da auch viele Prozesse bei mir hinterlagen. Ich konnte den einen oder anderen Kunden jetzt überreden, aus der Not eine Tugend zu machen und jetzt einfach gemeinsam zu versuchen, digitale Formate zu nutzen, zu entwickeln, um diese Transformationsprozesse nicht anzuhalten, sondern eben weiterzuführen. Und da bin ich gerade dran. Das heißt natürlich nicht, dass man einfach so mal eben das, was man sonst in 7, 8 Stunden Workshop macht, einfach dann in so eine Skype-Kamera reinquatscht, sondern dann geht es natürlich darum, komplett neue Formate zu entwickeln und auch zu überlegen, wie kann das helfen, wie könnte es auch vielleicht sogar besser sein. Denn das war ja ein großer Gedankengang von mir Ende des letzten Jahres und den habe ich auch nicht verloren, beziehungsweise bin ich immer noch dran zu sagen, müsste nicht gerade auch jemand, der sich mit digitaler Transformation beschäftigt, überhaupt mit Veränderungsprozessen, mit Gamification, mit Game Thinking und so weiter und so fort, müsste sich jemand nicht, der so etwas macht, viel stärker mit Varianten befassen, die eben nicht bedeuten, man macht einen 8-Stunden-Workshop oder mehrere 8-Stunden-Workshops irgendwo. Und da bin ich sowieso dran gewesen. Insofern ist das jetzt eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. Und dieses Tagebuch ist jetzt nicht ein Einblick in mein Leben oder in meinen Alltag. Das soll es auf keinen Fall sein, sondern es soll einfach nur meine Möglichkeit sein, um bestimmte Themen einfach anzusprechen. Und gerade jetzt, wo viele zu Hause sind, wo viele Homeoffice machen, wo viele trotzdem auch den ein oder andere Zeit haben, vielleicht auch mal den ein oder anderen Gedanken auszusprechen und zu diskutieren. Dieses Video heute soll verhältnismäßig kurz sein. Ich möchte euch eigentlich nur drei Bücher näher bringen. Ich werde immer gefragt in Workshops oder auch nach Vorträgen und so weiter und so fort, ob es eigentlich Bücher gibt, Literatur, die man lesen könnte, um so ein bisschen mehr zu erfahren über diese ganzen Themen. Und ich bin immer da so bin hin und her gerissen, weil ich ein absoluter Gegner von diesen How-to-Büchern bin, also diesen Büchern in 10 Schritten zum Gamification-Experten oder das große Handbuch der digitalen Transformation. Das ist so ein Punkt, wo ich mal sagen muss, das sind alles Werke, die versuchen sollen, solche Themen wie Transformationsprozesse in so ein Buch hineinzuzwängen. Und meine Erfahrung ist die, dass die Komplexität dieser Prozesse nie in diesen Büchern in irgendeiner Form abgebildet werden kann. Und gerade diese in 10 Schritten zu oder die 50 Dinge, die ich tun muss, um, das ist in der Regel wirklich Blödsinn, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Das heißt, ich empfehle immer Bücher, die zum Nachdenken anregen, die auch viele Themen ansprechen, die aber nicht das Ziel haben, einfach final Sachen zu beschreiben. Man muss denen dann nur folgen. Ich habe auch den einen oder anderen Blogbeitrag schon darüber geschrieben, dass ich auch dieses Thema der Best-Practice-Beispiele schwierig finde. Meiner Meinung nach gibt es einfach keine Best-Practice-Beispiele, sondern es gibt vielleicht Inspiration. Und das ist das, was ich bei diesen Büchern auch sehe. Ich habe drei mitgebracht. Das eine ist Reality is Broken von Jane McGonigal. Ich zeige es mal in die Kamera. Yippee-ki-yay. Gibt es auch eine deutsche Variante von? Ich glaube, das nennt sich dann Besser als die Wirklichkeit. Jane McGonigal hat eine ganz einfache Idee. Ich glaube, es war sogar ihre Doktorarbeit. Also dieses Buch war, glaube ich, ihre Doktorarbeit. Sie hat eigentlich da eine ganz klare Idee formuliert. Und die Idee ist zu sagen, Mensch, wenn wir uns angucken, also warum, die erste Frage ist, warum spielen so viele Menschen gerade jetzt auch Computerspiele?
Und gerade auch Erwachsene, es ist ja nicht so, dass irgendwie die meisten Gamer irgendwie pickelgesichtige männliche Teenager sind, sondern das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, momentan bei 35, 36 Jahren. Und wie kommt das? Und die Theorie dieses Buches besagt, die Menschen spielen diese Spiele, weil sie in diesen Spielen etwas finden, was sie in der Realität eben nicht mehr finden. Deswegen auch Reality is broken. Und ihre Idee ist halt zu sagen, okay, lass uns doch die Realität wieder besser machen, lass uns die Realität wieder gut machen, lass uns die Realität reparieren. Sie ist quasi wie ein kaputtes Spiel und wir können von den Spielen lernen, wie wir eben diese Realität besser machen können, wie wir sie reparieren können. Sie hat da viele Beispiele, hat auch selber viele tolle, spannende Projekte in diesem Bereich gemacht. Kann ich nur empfehlen, Jamie McGonigal, Reality is broken. Das nächste ist Jeremy Rifkin, Access, ein Buch, das auch schon älter ist. Ich glaube aus den 90ern, wenn mich nicht alles täuscht. Jeremy Rifkin hat auch ein sehr interessantes Gedankenmodell entwickelt. Er ging damals davon aus, dass wir in eine Gesellschaft kommen, in der es nicht mehr um Eigentum an Dingen geht, sondern nur noch an Zugang. Also Carsharing, ich kaufe das Auto nicht mehr, sondern ich kann es mir quasi leihen. Oder was wir gerade im medialen Bereich erleben, Spotify, Netflix und Co. Ich habe nicht mehr die DVD, Blu-ray oder sonst was. Ich bin nicht mehr der Eigentümer, sogar nicht mehr der Eigentümer der MP3. Ich habe nur Zugang dazu. Und das reicht mir. Und da bauen die ein Modell hinter, was glaube ich, sogar viele Menschen dazu bringt, mehr Geld für diese Services auszugeben, als wenn sie es damals irgendwie als DVD und Blu-ray gekauft haben. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen vorliegen. Ich wäre sicherlich der falsche Kandidat, weil ich schon als Jugendlicher extrem viel Geld für CDs ausgegeben habe. In meinem vorigen Leben sozusagen war ich ja auch Musiker, sogar mit Trommeldiplom und so weiter und so fort. Auch ein sehr spannendes Buch, weil er natürlich auch viele Rückschlüsse da zieht. Nicht alles ist exakt so eingetreten, wie er es beschrieben hat, aber es ist sehr spannend zu sehen, weil man auch sieht, dass das, was wir heute erleben, eben gar nichts Neues ist. Also nicht etwas ist, was jetzt plötzlich gekommen ist. Viele Leute fühlen sich ja so ein bisschen durch die Digitalisierung auch quasi in so einen Transformationsstrudel hineingerissen. Und das erkennt man eben, nee, das ist eigentlich schon vor langer Zeit mal angedacht worden. Und dann das dritte Buch, auch ein Buch, das schon ein bisschen älter ist, The Clue Train Manifest, eigentlich so der Klassiker im Bereich digitaler Transformation, Digitalisierung unserer Gesellschaft. Sehr spannende Autoren haben gemeinsam ein Werk entwickelt, wo sie sich die Frage gestellt haben, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für unsere Gesellschaft, welche Fragen entstehen. Und sie haben das Ganze am Beispiel der Wirtschaft gemacht. Das heißt, sie haben da überlegt, okay, welche Einflüsse wird die Digitalisierung, muss ich vorstellen, dieses Buch war damals, damals gab es noch AOL, also damals, da gab es schon Wikipedia, aber gab es ganz viele andere Plattformen auch noch nicht, die wir heute so kennen, ganz zu schweigen von Rezo und Co. Also da ist in den Zeiten nicht viel passiert, aber das Phänomen ist, die Muster, die dahinter stecken, also die Erkenntnisse, die dahinter stecken, die sind geblieben. War auch ein Buch, das mich ganz stark geprägt hat. Auch ich übrigens, glaube ich, habe schon gesagt, ich lese diese Bücher auch noch immer wieder, weil sie mich immer wieder neu inspirieren, weil ich auch natürlich nach vielen Jahren der Arbeit in diesem Feld immer wieder auch neue Erkenntnisse habe und die damit auch nochmal so reflektieren kann. Also drei Bücher, ich werde noch andere Bücher vorstellen in den nächsten Tagen und Wochen. Das wird auch teilweise nicht nur Fachliteratur sein, sondern vielleicht auch ein paar Romane, weil auch da viel gedacht wird über Veränderungen und so weiter und so fort. Bin auch da wie immer sehr erfreut über Ideen, über weitergehende Literatur und hoffe, dass ihr diese drei Bücher euch ausleihen könnt oder kaufen könnt in irgendeiner Form. Wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend mit von euch auch zu hören, wie ihr diese Bücher findet, was euch am meisten dabei inspiriert hat. Für mich ist damit sozusagen, geht es der vierte Tag weiter. Ich werde noch ein bisschen arbeiten an Konzepten, mich mit meiner Tochter beschäftigen. Und heute wird wahrscheinlich die erste Nacht des Arbeitens sein, die lange Nacht des Homeoffice, wo man dann entspannt bei guter Jazzmusik im Hintergrund die ein oder andere Idee weiterentwickeln kann und die ein oder andere E-Mail schreiben kann. Euch viel Spaß. Danke übrigens für die vielen Feedbacks, auch gerade auf LinkedIn. Es freut mich sehr, dass ihr euch diese Videos anguckt. Freut mich auch sehr, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich werde auch sukzessive darauf antworten. Jetzt aber erstmal euch viel Spaß und bis dann. Ciao.